Für die FDP-Fraktion erhält das Wort nun der Kollege Rainer Brüderle. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Steinmeier, Sie haben heftig die Regierung kritisiert. Aber was Sie und die SPD anders machen wollen, haben Sie nicht gesagt. Ihre größte außenpolitische Anstrengung derzeit scheint zu sein, Ihren Konkurrenten als Kanzlerkandidat Herrn Steinbrück wegzuloben, nicht konkrete Wege aufzuzeigen, wie das anders gemacht wird. Meine Damen und Herren, der G8-Gipfel Deauville steht im Zeichen des Kampfes für die Freiheit. Die G8 muss sich als Wertegemeinschaft, als moralische Autorität verstehen. Die Kraft der Freiheit bricht Bahn in Norden Afrikas und Nahen Osten. Menschen riskieren Leib und Leben für Freiheit, für Selbstbestimmung. Wir müssen diese Freiheitsbewegung mit aller Kraft unterstützen. Deshalb ist es richtig, den alten Machthabern ihre Grundlagen zu entziehen. Die EU hat zu Recht ein Einreiseverbot, Vermögenssperren für den syrischen Präsidenten verhängt. Die EU hat zu Recht starke Zeichen gesetzt und Benghazi ein Verbindungsbüro eröffnet, wie es Außenminister Westerwelle für Deutschland auch getan hat. Die EU verschärft zu Recht die Sanktionen gegen den Iran und andere Unrechtsregime. Wir dürfen nicht zulassen, dass Staatsterrorismus Freiheit mit Füßen tritt. Wer brutal seine eigene Bevölkerung geiselhaft nimmt, muss mit harten Maßnahmen rechnen. Da muss Deutschland stehen, da muss Europa stehen, da muss die G8 stehen. In Tunesien, Ägypten können die Menschen die Kraft der Freiheit schon stärker spüren. Freiheit ohne Marktwirtschaft ist nicht denkbar. Wir müssen und wir können helfen, diese Kommandowirtschaftsstrukturen auf Marktwirtschaft umzustellen. Wenn wir das nicht schaffen, gibt es eine Abstimmung mit den Füßen. Und eine ungesteuerte Migration ist nicht im Interesse der Europäischen Union. Wir müssen rasch Angebote für partnerschaftliche Zusammenarbeit auf den Weg bringen, wie das Bundeswirtschaftsministerium und das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit es getan haben. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ist ein gutes Instrument. Sie hat geholfen am Fall des Eisernen Vorhangs bei der Osterweiterung. Sie kann jetzt in Nordafrika helfen. Deutschland und die osteuropäischen Mitgliedstaaten haben besondere Erfahrung in dem Transformationsprozess, im Umstellungsprozess. Wir sollten deshalb auch das Wissen früherer Manager, vielleicht auch pensionierter Beamter und Aktiver mit einbringen, Projektteams bilden, die diesen Prozess konkret vor Ort mit unterstützen können. Das im Interesse dieser Länder, im Interesse von Deutschland und Europa. Oder das Leitprojekt Desertec, das ja nicht nur eine Zusammenarbeit im Energiesektor ist, eine Brücke zu Nordafrika, zu unseren Nachbarn. Es ist ein Zeichen, dass wir es ernst meinen, mit der Hilfe zu Marktstrukturen, zu Entwicklungsprozessen, zu Chancen der Freiheit vor Ort. Meine Damen und Herren, freie Empfindung, freie Bewegung, Freiheitsbewegung brauchen eine Ergänzung durch Freihandel. Die Bundeskanzlerin hat zu Recht auf den Doha-Prozess, auf die Welthandelsrunde hingewiesen. Und da müssen auch einige Gipfelteilnehmer in Kauf nehmen, dass es im Agrarsektor, Textilindustrie vielleicht auch Probleme gibt, sondern sie müssen sich durchringen, dass die Welthandelsrunde noch ein Erfolg wird. Marktzugang, Verbesserung des Welthandels ist eine Chance. Armut zu bekämpfen, Freiheitsbewegung brauchen Ergänzung durch freien Handel. Die G8 sollte den Generalsekretär der WTO, der Welthandelsrunde, beauftragen, ein Kompromisspapier zu erarbeiten, das die einzige Chance, den Prozess noch zu retten. So hat man es auch bei der Uruguay-Runde gemacht und dann geschafft. Meine Damen und Herren, inzwischen ist das Kraftzentrum der Weltwirtschaft die G20. G8 ist das nicht mehr wie in der Vergangenheit. G20, China, Indien, Brasilien gehören dazu. Aber mit der G8
nicht eines Tages zu einem Veteranentreffen wird, muss Europa wieder mehr Power entfalten, mehr Kraft mit einbringen, nicht Europa aufhübschen, sondern Europa auffrischen, ist die Aufgabe. Deshalb müssen wir einen gemeinsamen Markt, offene Grenzen und starke Währung in Europa. Dafür müssen wir uns einsetzen, auch wenn wir nicht für jede Maßnahme, die notwendig ist, sofort den Beifall aller Nachbarn bekommen. Es gilt jetzt, das Richtige zu tun, damit Europa den richtigen Weg geht, wieder stärker wird, mehr Gewicht einbringen kann und nicht kurzfristig Beifall von einigen zu bekommen. Das Aussetzen des Schengener Abkommens wäre ein Zeichen der Schwäche, kein Zeichen der Stärke. Europa muss zu seinen Werten stehen und sie verteidigen. Europa darf nicht zur Festung werden. Offene Grenzen, freier Verkehr sichern die Zukunftsfähigkeit Europas. Ein starkes Europa ist deutsche Staatsräson. Und auch die Stabilität der Währung des Euros ist deutsche Staatsräson. Menschen in Deutschland haben zweimal Währungsschnitte erleben müssen. Deshalb sitzt das Empfinden um Geldwertstabilität quasi im Gencode unseres Landes. Es ist ein tiefes Anliegen der Menschen und ist auch notwendig, damit Europa richtig sich entwickeln kann. In der Marktwirtschaft steuert man die Produktion, die Entscheidungsprozesse über die Knappheitsgrade, die in Preisen wiedergespiegelt werden. Wenn die Preise nicht stimmig sind, steuern wir falsch. Deshalb ist der deutsche Kampf um einen richtigen Rahmen beim ESB, bei der Entwicklung des Euros so entscheidend, auch wenn es nicht sofort, ich wiederhole es, Beifall von jedem bringt. Es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Stabiler Geldwert ist für die Gerechtigkeit notwendig. Inflation ist eine soziale Ungerechtigkeit. Deshalb muss Deutschland diesen klaren Kurs beibehalten. Der ESB, der europäische Stabilitätsmechanismus, darf kein neokeynesianischer Weichmacher werden. Und ich erinnere, es war Gerhard Schröder, der den Euro als kränkelnde Frühgeburt bezeichnet hat. Das möchte ich allen denen im Stammbuch schreiben, die uns Europopulismus vorwerfen wollen. Und Herr Schröder hat versucht in seiner Regierungszeit, dass seine Prophezeiung sich erfüllt. Es war Rot-Grün, das die Aufweichung der Maastricht-Kriterien durchgeführt hat und möglich gemacht hat. Und es war Rot-Grün, das Griechenland in den Euro aufgenommen hat. Das ist die Wahrheit. Die griechischen Maastricht-Berechnungen waren nicht Pythagoras, das war eher Alexis Sorbas. Rot-grüne Währungspolitik fasst man am besten zusammen. Note beim Sparen 4 bis 5, Note bei der Statistik 5 bis 6. Schwarz-Gelb macht das anders. Für uns ist Deutschland Oberlehrer. Sie wollen doch im deutschen Wesen mit allen, haben wir doch gerade gehört. Alle Welt soll nach deutschen Kriterien sich entwickeln, was Herr Steinmeier vorgetragen hat. Ob es eine Energiepolitik ist, ob es eine Wirtschaftspolitik ist, alles soll Deutschland von Deutschland bestimmen. Das ist der deutsche Oberlehrer, das vom deutschen Wesen die Welt genesen werden soll. Schwarz-Gelb macht das anders. Für uns ist Deutschland Währungshüter in der Europäischen Union. Und bei Griechenland ist ja mittlerweile die Rede von der sanften Umschuldung. Und die griechischen Wirtschaftszahlen sprechen für sich. Da braucht man nicht Pythagoras, da genügt Adam Riese. Der Bundesfinanzminister hat Bedingungen für eine sanfte Umschuldung genannt. Etwa Beteiligung privater Gläubiger. Und ich sage, der Bundesfinanzminister hat die FDP-Fraktion an seiner Seite, wenn er sanfte Umschuldung hart, aber fair umsetzt. Meine Damen und Herren, so will, kann und muss das Signal der Freiheit sein. Man kann sie nicht unterdrücken. Man kann sie verzögern, aber nicht verhindern. Wir haben unsere Nachbarschaft im Nahen Osten, arabischen Welt, eine Entwicklung, von der wir vor kurzem nicht zu träumen gewagt hätten. Deshalb gilt es jetzt, Farbe zu bekennen, Partnerschaft auszuüben, mit dabei zu sein, klare Positionen zu beziehen, im Dialog
die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Wünsche und die Vorstellungen Realität werden. Dazu muss man aber auch den Mut haben, selbst in Europa Fesseln abzulegen, dass man doch die Behinderungen in der europäischen Entwicklung beseitigt, dass man auch das Beispiel setzt, dass eine Wertegemeinschaft, was die Europäische Union ist, erfolgreich wirtschaftliche Kraft entfalten kann und dass unser Weg, unser Modell in Europa der überzeugende ist. Die Entwicklung in Nordafrika und anderen Regionen der Welt in der Freiheitsbewegung wären ohne das Beispiel des europäischen und auch des deutschen Wegs mit Freiheit, Kraft zu entfalten, Arbeit zu schaffen, Zukunft zu schaffen, nicht auf den Weg gekommen. Wir haben mit dem Beispiel die Kraft der Freiheit freigesetzt. Deshalb sind wir aus Überzeugung mit dabei, dass dies in die Realität umgesetzt wird. Und, Herr Kollege Steinmeier, hier sollten bei diesem Gedanken alle mitmachen. Das ist ein Thema, in dem es sich nicht für Parteitagsreden, für Wahlkampf eignet, sondern hier die Solidarität des Parlaments hinter der Kanzlerin steht. Sie hat einen klaren Weg aufgezeigt. Die Regierungsfraktion unterstützt sie dabei. Und ich bin sicher, sie wird auch mit guten Ergebnissen aus Deauville zurückkommen. Deauville kann die Chance sein, dass wir in der Technologie, in der Freiheitsbewegung, in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit vorankommen. Und ohne Armutsbekämpfung wird die Freiheitsbewegung auf Dauer keinen Erfolg haben. Deshalb ist es notwendig, das Richtige zu tun. Man kann nicht für jede Maßnahme jeden Tag Beifall bekommen. Entscheidend ist, dass am Schluss eines Prozesses das richtige Ergebnis steht, dass wir die richtige Einstellung haben, für die richtige Schwerpunktsetzung, für die richtige Werte kämpfen und arbeiten. Nicht kurzfristiger Beifall, sondern klarer Kurs ist das, was wir in Europa, was wir in der Welt brauchen. Dafür steht diese Regierung. Das hat sich in der hervorragenden Wirtschaftsentwicklung Deutschlands gezeigt, als Markenkern der schwarz-gelben Regierung. Und Markenkern, ja, die ganze Welt beneidet uns um diese wirtschaftliche Entwicklung. Die ganze Welt beneidet uns. Die Einzigen, die lachen, sind die, die nicht ertragen können, dass eine deutsche Regierung erfolgreich ist. Das sind Sie. Deshalb, Frau Bundeskanzlerin, das ist der Überbau der Regierungspolitik der schwarz-gelben Koalition. Kurs halten, durchsetzen, nicht irritieren lassen, das setzt sich durch. Klare Orientierung bringt Erfolg. Kurzfristiger Beifall. Ach, die SPD hat ja so viele Probleme. Jetzt schreien Sie mal nicht so laut. Sie sind ja froh, wenn Sie Juniorpartner der Grünen noch sind. Also, Kopf hoch, wir machen Kurs weiter. Freuen Sie sich, in Deutschland dabei sein dürfen.